Wichtiges Heimspiel für die Römerstrom Gladiators Trier gegen den Playoff-Kandidaten White Wings aus Hanau. Allerdings mussten die Gladiators auf ihren Kapitän verzichten. Man sieht, er konnte nur reingehen in die Arena Trier. Simon Schmitz mit Rückenbeschwerden aus der Partie. Rein ins Spiel mit dem Blick auf den Topscorer der Gäste. Erstmal schön abgeräumt wird durch Thomas Grün, doch Tiljoscha Jönke mit den Punkten im Nachsetzen. Guter Start für den Point Guard der Hanauer, der sofort nachlegen kann. Ganz starkes erstes Viertel von Tiljoscha Jönke mit 6 Punkten in der Anfangsphase. Und dann zeigt auch ein Big Man seine Qualitäten als Stretch 4 von außen erfolgreich. Josef Eichler und auch hier viel zu frei, da kommt Justin Alston zu spät. Die nächsten Punkte für die Gäste. Frühe 10-Punkte-Führung für Hanau. Und Kai Dranginis, der hatte was dagegen. Sein erster erfolgreicher Dreier. Und das war die Initialzündung für eine starke Phase vom US-Amerikaner. Denn er legte sofort nach. Wieder für 3. Trier jetzt endlich aus Sicht der heimischen Fans im Spiel. Aber alles klappte nicht. Schöne Defensivleistung, perfekte Hilfe, der Block von Levon Long. Doch Trier jetzt im Fluss. Was für ein Pass von Jermaine Buckner und der Dreier von Lucien Schmickhalle. 3 seiner insgesamt 9 Punkte in dieser Partie. Toller Assist hier hinter dem Rücken, der Pass von Jermaine Buckner. Erste Sahne. Trier kämpfte sich ran, angeführt von Jermaine Buckner, der klasse aufgelegt war auf diesem Wege. Happy Birthday nachträglich zum Geburtstag. Und Lucien Schmickhalle auch gut integriert mit dem schönen Anspiel. Justin Olsen mit der Führung für Trier, eine Ein-Punkt-Führung für die Hausherren nach dem ersten Viertel das Spiel gedreht. Dann im zweiten Viertel alle Blicke gerichtet auf den Kapitän der Gäste, Christian von Fintel. Mit dem ersten erfolgreichen Dreier, dann mit dem Hustle-Play, dem Steal und dem Zug zum Korb vom Coast to Coast. Ganz starkes Spiel vom Kapitän der Gäste, der von Trier in diesem zweiten Viertel nicht zu halten war. Insgesamt 14 Punkte in den zweiten 10 Minuten erzielte. Trier dann mit Kampf. Jermaine Buckner mit Ablauf der Shot Clock. Wichtiger Mitteldistanztreffer. Sie haben es gesehen, Trier zu diesem Zeitpunkt schon wieder 9 Punkte hinten. Tja, Basketball, ein Spiel der Läufe. Dann Kyle Dranginis im 1 gegen 1. Da ist er so schwer zu verteidigen mit allem, was er hat zum Korb. Tolle Punkte vom Topscorer der Römerstrom Gladiators. Johannes Joos ist dahin noch nicht wirklich im Spiel. Da hat er das Mismatch, nutzt er perfekt aus. Körper eingesetzt, leichte Punkte übers Brett für den stark aufgelegten Big Man der Römerstrom Gladiators. Doch von Fintel, ich hab's gesagt, der war richtig stark in diesem zweiten Viertel. Insgesamt auch Topscorer der Gäste mit 22 Punkten und klasse Quoten. Das Spiel also kurz vor der Halbzeitpause ausgeglichen. Schöner Up-and-Under-Korbleger. Da zeigt er mal seine Athletik. Der gute Air Force One Justin Austin. Rein in die zweite Hälfte. Immer noch enges Spiel. Zu Beginn des dritten Viertels schaffte Trier endlich mal den Ball nach innen zu geben, weil Hanau da immer switchte, hatte dann Joos das Mismatch und das nutzte er gegen die Flügel- oder Guardspieler gnadenlos aus. Tolle Post-Up-Plays von Johannes Joos, auch er wieder mit dem guten Spiel. 16 Punkte, 5 Rebounds für JJ. Aber die Gäste, die blieben dran. Der Dreier von Lucorn Choice. 4 Punkte da, die Führung für die Römerstrom Gladiators. Dann wieder Justin Alston mit etwas Muzzle rein ins Glück. Schöne Bewegung mit viel Ballgefühl, wie er da nach dem Fastballverlust den Ball noch los wird. Und Lucien Schmickhalle, dem darf man nicht so viel Platz geben, lieber Hanauer. Sonst klingelt es im Gebälk. Der nächste erfolgreiche Dreier vom Youngster. Trier jetzt in Spielkontrolle und mit tollem Teamplay. Was für ein Auge von Jermaine Buckner, sieht man noch besser in der Zeitlupe, wie er da Kilian Dietz, der ein starkes Heimdebüt hinlegte, bediente. Doch Christian von Fintel, der wehrte sich nochmal. Der Topscorer, der Kapitän der Hanauer mit 2 erfolgreichen Dreiern. Ja, ja, das war noch nicht entschieden für die Römerstrom Gladiators, auch wenn sie mittlerweile immer so eine 7-8-Punkte-Führung für sich erarbeiten konnten. Kyle Dranginis war dann der Mann des letzten Viertels auf Seiten der Römerstrom Gladiators, der jetzt das Heft in die Hand nahm. Auf der Gegenseite die Hanauer mit dem Anspiel unter den Korb des ansonsten eher blass gebliebenen Christopher Brady. Das waren seine einzigen Punkte im Spiel.
aber sehenswerte. Das Endone vom Big Man der Gäste, der sich noch ein bisschen an das Niveau der Pro A gewöhnen muss. Dann Ruppi Hennen musste Verantwortung übernehmen, bekam mehr Spielzeit aufgrund der Verletzung von Simon Schmitz und machte das klasse hier mit dem hoch angelegten Korbleger. Danach auch mit dem Auge zu Thomas Grün. Auch dieser Assist, wie stark der wäre, sehen wir am besten hier in der Zeitlupe. Perfekt, natürlich auch gecuttet in die Zone vom Luxemburg. Trier dominant, Trier mit Kyle Granginis, der im 1 gegen 1 nicht zu stoppen ist. Das ist so schwer zu verteidigen. Diese Floater, die hat er so stark im Repertoire. Eine Waffe im 1 gegen 1 und das nutzte er jetzt konsequent aus. Egal wer es probierte, keiner konnte Kyle Granginis mehr stoppen. Somit wurde er auch zum Trierer Topscorer mit 18 Punkten und 2 Assists. Ein starkes Spiel, gute Wurfauswahl, sehr spielintelligent. Chase Adams mit dem letzten Ausrufezeichen für die Gäste. Geht da noch was? Erster erfolgreicher Dreier vom US-Amerikaner. Und der legte nach von Parkplatz für 3. Das letzte Ausrufezeichen. 11 Punkte und 6 Rebounds für den Guard der Hanauer. Aber am Ende nur noch Ergebnis Kosmetik. Schöner Schlusspunkt. Dieser LAU-Korbleger von Johannes Joos. Trier mit einem souveränen Heimsieg gegen Hanau. Johannes Joos. Hanau hat unglaublich getroffen am Anfang. Wir hatten ein paar Fehler in der Rotation, die haben wir eingestellt. Und dann ja, sind wir Stück für Stück zurückgekommen und haben dann, glaube ich, die ganze Zeit so einen 8-Punkte-Vorsprung dann gehalten bis zum Schluss. Das Trierer Kollektiv kämpft sich also immer wieder zurück. Tugenden, die der Coach natürlich gerne sieht, denn das entspricht der Philosophie. Marco Vandenberg. Ja, und wir wollen ja mental die stärkste Mannschaft der Liga sein. Dann, das nennen wir ja auch Invictus für einen Grund, das trainieren wir auch, reden wir auch über. Und wir hatten eigentlich zwei Ziele. Unser Pressure Defense und unser Rebounding muss wirklich wehtun. Das hat es getan. Hanau hat echt nach dieser Superstart schlecht getroffen. Aber auch, wir haben die aus deren Rhythmus drücken können mit unserer Defense. Rebounding hat besonders Thomas Grün sehr wichtig, Offensiv-Rebounds geholfen, sehr wichtige Augenblicke. Und haben wir auch gewonnen. Und mental fand ich uns ganz okay. Nicht alle Spieler, aber die Mannschaft war mental gut. Wie du sagst, die gibt nie auf, die kommt immer zurück. Das weiß jeder Gegner auch. Damit wollen wir ja auch die Meisterschaft mal gewinnen. Eines Tages. Das ist unser Ziel. Man braucht diese zwei Bausteine und wir müssen jetzt weiterarbeiten dran. Und die Mannschaft sollte auch auswärts mal wieder konstant gut auftreten. Die nächste Chance dazu am Wochenende in Köln. Das nächste Heimspiel dann am Sonntag, den 12. November um 17 Uhr gegen Heidelberg.